Welche Bücher dürfen in Kinderköpfe? Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Hansa Rauschen. Hallo Florian, was Hallo. liegt auf deinem Schreibtisch? Gute Frage. Auf meinem Schreibtisch lagen nach der Messe einige verschiedene Dinge. Ich habe aber auch das Feuilleton gesichtet und eine Sache, die mich beschäftigte, über die ich im Verlag gesprochen habe ein paar Mal, war ein Artikel, der kurz nach der Messe erschien, von dem Literaturchef der Süddeutschen Zeitung, Felix Stephan. Das war ein Artikel, der übertitelt war Die Atombombe. Und es interessiert einen natürlich, wenn man dabei über Gegenwartsliteratur und Buchmarkt nachdenkt. Und er erzählte da von einem neuen Prognosetool von Media Control, also der Seite oder dem Anbieter, der die Zahlen erfasst, die über die Buchhandelstische gehen und in die Kassen hinein und dadurch überhaupt das ganze Geschäft kalkulierbar macht, der ganz viel konsultiert wird von Verlagen und so weiter, wenn man wissen will, was für Auflagen sich verkauft haben. Und die bieten in Zukunft mit KI, wie man das jetzt immer macht, ein Tool an, das sie höchstwahrscheinlich dann auch an Verlage einfach verkaufen wollen. Aber erstmal geht es gar nicht ums Verkaufen, sondern es soll grundsätzlich umstrukturieren, dass man viel stärker planen kann, wie sich ein Buch verkaufen wird. Es soll sozusagen das Risiko, dass ein Buch sich nicht verkaufen könnte, ausschließen. Man kann daraus aus 10.000 verschiedenen Faktoren raus mändeln und messen, was die Verkäufe eines Buches sein werden. Und Felix Stephan schrieb eben, das verändert alles vollkommen grundsätzlich. Dadurch wird komplette Planung sein. Es wird überhaupt keine Kreativität, keine verrückten Nischenprodukte. Ein Franz Kafka wird in keinen Verlag mehr vordringen, wie er es eh nicht tat. Das wird einfach alles nicht mehr geschehen. Das ist sozusagen das Ende des Buchmarkts, wie wir ihn kennen. Ich weiß nicht, wie du den Artikel gelesen hast, ob du ihn gelesen hast, Emily. Spontan, was denkst du darüber, wenn du sowas hörst, wenn du solche apokalyptischen Nachrichten für uns alle ab wenigen Monaten in der Zukunft hörst? Also ich habe den natürlich auch gelesen, weil wenn im Feuilleton zum Thema Literatur ein Artikel mit der Überschrift Die Atombombe betitelt ist, dann gucken wir da natürlich alle hin. Also das ist natürlich auf der einen Seite einfach sehr interessant, was da scheinbar geplant ist bei Media Control. Es ist beunruhigend, weil wir uns natürlich alle fragen, was bedeutet das? Also ist damit der Beruf des Lektors, der Lektorin eigentlich automatisch abgeschafft? Brauchst du nur noch eine Person, die irgendwie Manuskripte da irgendwo hochlädt und sich einmal ausrechnen lässt, wie erfolgreich es wird? Dann braucht man ja gar nicht mehr so viele Leute, die lesen und sortieren und bewerten und gucken, weil ja auch das Lektorieren wahrscheinlich irgendwann dann automatisch gemacht wird. Also das war natürlich so ein Gedanke, den ich hatte. So, das ist schon mal die erste, das ist so die Wegrationalisierung des LektorInnen-Daseins. Mhm. Gleichzeitig muss ich zugeben, dass ich da immer gar nicht so diesen Alarmismus oder Pessimismus teile, weil ich dann nochmal gedacht habe, naja, Moment, wir versuchen ja jetzt auch schon immer zu berechnen, könnte ein Buch ein Bestseller werden oder nicht. Also wir überlegen ja, wenn wir lesen, was sind die Trends? Wir versuchen ja schon anhand von Parametern zu bestimmen, ob wir ein Buch in ein Programm nehmen, ob wir ihm Erfolg zuschreiben oder nicht. Das ist zwar noch nicht maschinenunterstützt, aber trotzdem ist es ja schon unterstützt von verschiedenen so Referenzpunkten. Und dennoch, obwohl wir diese Referenzpunkte haben, obwohl wir Erfahrung haben, obwohl wir viele Leute sind, die darüber sprechen, ist es doch so, dass der Riesenerfolg eines Buches, also so ein 100.000er plus x verkaufte Exemplare Erfolg, eigentlich nie wirklich berechenbar ist. Und ich weiß nicht, ob es doch wie so eine geheime Ingredienz ist oder einfach die Vision einer Lektorin oder die Marketingkampagne eines Verlages, die dann doch auch irgendwie was mit so einer persönlichen Begeisterung oder Einschätzung oder was auch immer zu tun hat, dass das vielleicht doch gar nicht eins zu eins oder noch besser von einer Maschine abgebildet werden kann. Ich weiß nicht. Ist auch jetzt vielleicht so Augenwischerei von mir oder irgendwas nicht wahrhaben wollen. Aber ich eigentlich glaube ich schon daran, dass es so einen menschlichen Faktor gibt, genau, der nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube tatsächlich, das ist natürlich die Illusion, der wir uns alle gerne hingeben. Andererseits ist das natürlich, dass kulturelle Artefakte genau davon geprägt sind, dass eben eine gewisse Unberechenbarkeit so stromlinienförmig die Märkte auch werden. Das ist ja in allen Künsten so, dass da unglaubliche Kalkulation und es einfach um ökonomische Ressourcen geht. Aber trotzdem ist ja das Interessante an überhaupt dem Gamblen mit Kunst, dass immer wieder Überraschung auch dazu gehört oder eben das, was man dann auch kunsttheoretisch das Neue nennt und dass das tatsächlich sehr, sehr schwer einfach nur von einer KI zu berechnen ist. Deswegen war es für mich schon auch der Artikel feuilletonistische Götterdämmerung, dass man unbedingt genau diesen Punkt benennen wollte. Ich dachte dann auch,
wenn man schon über Berechnungen und spricht und darüber, dass bestimmte Produkte immer höhere Wahrscheinlichkeiten und so weiter erhalten, dann wäre vielleicht ein Blick darauf, dass auf der Buchmesse Thalia den größten Messestand hatte, dass dieses System der Partnerbuchhandlung von Thalia größer wird. Thalia hat ganz viele verschiedene Bücher, aber natürlich verändert sich ein Markt stark, wenn es so eine Konzentration gibt, dass bestimmte Bücher sehr, sehr stark gepusht werden und berechnet werden können. Und das ist ein mikroökonomischer Prozess an ganz, ganz vielen Stellen. Das ist, glaube ich, nicht eine einzige App, die man einmal drückt, als würde man die Atombombe runterfliegen lassen. Und deswegen bin ich gar nicht so besorgt. Und gleichzeitig komme ich damit zum wahren Thema dieser Folge. Und das hat tatsächlich auch damit zu tun, denn wir machen ja bei Hansa tatsächlich sehr viele verschiedene Bücher. Überhaupt bei diesen inzwischen weit unter 100.000 Neuerscheinungen pro Jahr, die es gibt, insgesamt in der deutschen Verlagslandschaft, sind so viele Bücher, die sich natürlich genau dem großen Trend und einfach das größte Schwein, das durchs Dorf getrieben wird zu sein, widersetzen. Und ein solches Buch haben wir ausgesucht, das einfach wunderschön ist und das viele, viele Leser und Leserinnen finden wird, aber das gleichzeitig trotzdem auch absolut nicht stromlinienförmig oder einfach ein Produkt ist, das man einfach nur einspeisen und einkalkulieren kann. Wir reden nämlich heute über das Kinder- und Jugendbuch. Ich habe dazu ein kleines Gespräch geführt mit zwei Göttern des Kinder- und Jugendbuchs, nämlich mit Ole Könicke und Nikolaus Heidelbach, den zwei berühmten Illustratoren von unzähligen Kinder- und Jugendbüchern. Ganz, ganz berühmte, tolle Sachen schon seit Jahrzehnten. Wir sprechen darüber, aber wir sprechen vor allem darüber, dass die beiden auch tatsächlich unangenehm sein wollen, dass die Kinderbücher machen wollen, die nicht einfach nur sich kuschelweich reinpassen lassen in irgendeine Form, sondern dass sie Lust haben auf Experimente, auf Sachen, die durchaus sperrig sind und dass sie das absolut auch schon kleinen Kindern zumuten und zutrauen. Und das haben wir getan anlässlich eines Buches, das sie jüngst veröffentlicht haben, bei Hansa im Kinder- und Jugendbuch, Gute Nachtgeschichten für Celeste, ein Buch, bei dem sie zusammen gezeichnet und gemalt haben und getextet haben und auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise zwei sehr unterschiedliche Stile zusammengebracht haben. Ist jetzt seit ein paar Wochen draußen in der Welt und hier spreche ich mit diesen beiden großartigen Künstlern. Viel Spaß! Nikolaus Heidelbach und Ole Könicke sind hier, die Gurus, Päpste, großen Freunde und Leuchttürme des Bilderbuchs, der Malerei, der Illustration. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und meine allererste Frage ist, ihr seid beide eindeutig schon länger im Geschäft, 30 bis 40 Jahre, kann man sagen. Ich glaube, bei Nikolaus Heidelbach habe ich gesehen, dass das erste Bilderbuch 1982 ungefähr erschien, bei Ole Könicke 1990. Das ist schon ein bisschen her. 1982 war ich eins. Und in diese Zeit hinein, in diese lange, lange Zeit, ist meine allererste Frage, ob ihr euch erinnern könnt, wann ihr das erste Mal Arbeiten des jeweils anderen wahrgenommen habt. Ob ihr euch erinnert, was das war. Vielleicht könnt ihr es ein bisschen beschreiben, was ihr da gesehen habt, als ihr mal den ersten Könicke oder den ersten Heidelbach oder ganz früh etwas wahrgenommen habt. Das war so traumatisch. Ich habe das völlig verdrängt. Also ich weiß, dass wir uns in Graz bei einer Ausstellung kennengelernt haben. Das war aber das persönliche Treffen. Da gab es eine Triennale in Greiz. Nicht Graz, sondern Greiz. Und da war ich eigentlich durch einen Zufall, da gab es eine Ausstellung und dann habe ich ihn getroffen und da wusste ich aber schon, was er macht. Und zwar, ich kannte Lola, aus welchem Grund auch immer. Und das habe ich mir gemerkt und man kann es tatsächlich so erzählen, dass Ole macht etwas, was ich nicht tue, was mir aber dennoch sehr gefällt. Nämlich, der zeichnet in einer, wie man das sagen kann, Grammatik, die es bereits gibt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Ole nicht meint, er müsste die Waschmaschine neu erfinden oder das Radio neu erfinden, sondern er sagt, das haben große Leute von, was weiß ich, Disney, Harriman oder wer auch immer, Winsor McCay, das haben die gemacht. Da gibt es ein Vokabular, ein zeichnerisches, mit dem man arbeiten kann und auf das baut er auf. Der Witz ist natürlich, im Kern machen wir das alle, nur manchmal nicht so offensichtlich. Das heißt, Ole legt das klar hin und sagt, hier, guck, das sind Elemente, die kommen von da und da. Aber achtet mal drauf, so habe ich mir das gesagt, guck mal, was ich damit mache.
Und das hat mir sehr imponiert als Einstellung dazu, weil ich zugegebenermaßen selbst aus ganz anderen Gründen leicht dazu neige, die Waschmaschine neu zu erfinden. Ulle Königke, wie ist denn umgekehrt? Ja, ich habe gerade überlegt, also es wird wahrscheinlich Pinocchio gewesen sein, das könnte zeitlich ungefähr hinhauen. Also Nikolaus war ja ein bisschen früher da als ich und insofern... Das war 88, wenn... Ja, ja, ja. Also das wird irgendwann um den Dreh rum gewesen sein. Und ja, das ist natürlich, also er kommt aus einer anderen, also teilweise aus einer anderen Tradition als ich. Also jetzt, klar, das ist jetzt dieses Lieblingsvokabular altmeisterlich, was du überhaupt nicht gerne hörst, was dauernd gesagt wird. Ja. Ich sehe das auch natürlich nicht so, also ich weiß, was die damit meinen. Also eine Form von Realismus und Virtuosität, die ja sonst nicht zu finden ist. Ja, es zeugt darunter, aber darunter ist eben der Humor. Und da ist ja immer was Lustiges dabei, auch wenn es schrecklich vielleicht manchmal aussieht oder gruselig. Schrecklich. Naja, schrecklich im Sinn von also dass man einen. Ja. Dass man ich würde das, ich korrigiere da nicht, um Gottes Willen, aber ich würde es gerne erweitern. Wenn man an diesem Begriff altmeisterlich nur bleibt, dann zeugt das erstens bei dem, der ihn gebraucht, von einer meistens profunden Unkenntnis von dem, was alte Meister wirklich gekonnt haben. Und deswegen bin ich bisweilen beleidigt. Ich will hier nicht den Bescheidenheitskönig geben, aber da gibt es einfach Leute, denen hätte ich gerade mal die Farbe anrühren können, um es mal deutlich zu sagen. Umgekehrt stimmt etwas daran. Es gibt eine Art von mittelguten alten Meistern, die einen Blick auf die Welt haben, der mir einfach unglaublich imponiert. Und ich sag's mal mit einer Drastik, um auf dieses Schreckliche zu kommen, wer sich jemals eine Kreuzigung oder die Vorbereitung zu einer Kreuzigung auf einem solchen Bild angeguckt hat, kann einfach nur staunen, was die aus Handfesseln, Nägeln, Griffen gemacht haben. Das ist faszinierend und grauenhaft. Und das ist was, wo ich mich ausgesprochen wohlfühle und was ich im Übrigen, um das Verrückte mal zu sagen, was ich für extrem kindgerecht halte. Ein Kind will nach meinem Begriff wissen, wie ein Schlitten funktioniert, wie ein Hammer funktioniert. Und das kann man zeichnen, dass das geht und wegen mir eben dann auch in der Grausamkeit. Ich bin da sofort bei meinem Kind. Wir haben gerade einen Sohn, der jetzt so 2,5 ist. Und es ist tatsächlich so, vielleicht so eine Grammatik der Welt oder so etwas, entsteht unter anderem unglaublich stark dadurch, dass man eben draußen im Alltag die ganze Zeit sagt, das ist ein Bagger, das ist eine Bushaltestelle, das ist ein Nagel. Und gleichzeitig bei uns ganz, ganz, ganz stark durch dieses wunderbare Modul von Bilderbüchern und Bildern und Geschichten dazu und Erzählen und so weiter. Und bei uns ging das genauso los, dass man sich dadurch so unglaublich viel eigentlich Welt erklären konnte, indem man sie immer wieder darstellt. Das macht das Bilderbuch. Grauen als Wort finde ich jetzt trotzdem sofort interessant, weil eine Erfahrung, die ich mit meinem Kind habe, ist natürlich, ich will ja ein kleines Kind vor allem beschützen. Mhm. Ich will da viele Sachen noch aussparen, solange wie es möglich ist. Ich möchte nicht, dass vor meinem Kind wir die ganze Zeit über Krieg debattieren oder so. Das will ich ihm ganz allmählich beibringen. Deswegen, Ulle Königke, wie ist das denn? Wie dosiert man denn, was man einem Kind wann beibringt? Das machen ja Bilderbuchautoren und Maler vielleicht. Ja, also natürlich, ich meine, man muss schon überlegen, für wen man schreibt. Also wie erzählt man, wie kompliziert oder was setzt man voraus, was kann man voraussetzen, was muss man vielleicht erklären. Sehr viel mehr als das ist es ja eigentlich nicht. Also man muss halt einfach, gut, man muss bei den Bildern, muss man eine gewisse Lesbarkeit haben. Also dass man nicht irgendwelche, also weiß nicht, irgendein Tier mittendrin abschneidet und sagt, na, man weiß ja, wie der Rest aussieht. Nein, weiß das Kind nicht, möchte auch gerne das hintere Stück sehen. Also solche Sachen. Ja, was das, also es gibt ja Grusel und Grusel und Schrecken und Schrecken. Also es gibt die Hexe im Wald, das ist ein Schrecken, der zwar wirklich unheimlich ist, aber letzten Endes auch eine gewisse, also man weiß, da kann einem nichts passieren. Mit realem Grauen und mit realen, ich persönlich habe noch kein
Buch gemacht, was also aktuelle Schrecklichkeiten aufgreift. Und ich bin da auch skeptisch, ehrlich gesagt. Also ob das wirklich so eine, für wen man so ein Buch macht, macht man das nicht vielleicht doch eher für sich selbst, also als Autor. Jetzt will ich mal eine komplizierte Frage für mich einfach erklären und dann mache ich doch einfach ein Bilderbuch. Ich weiß nicht, ob das... Ist ja durchaus eine Art Trend, um es mal aus Verlagssicht zu sagen. Es gibt ja definitiv ein politisches Buch für Zweijährige, Dreijährige, Vierjährige, das ist was, was es gibt. Ihr klingt skeptisch solchen Ideen gegenüber. Also für mich gibt es da eine Kategorie, die außerhalb davon liegt und das ist die Art der Herangehensweise. Ich behaupte, dass ich noch nie ein Buch zu einem Thema gemacht habe, sondern umgekehrt. Mir fällt eine Geschichte ein und dann sehe ich, dass ich bestimmte Sachen dafür brauche. Und wenn die politisch sind, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Mhm. Wenn die grausam sind oder so, dann muss ich die da reinbauen. Und das gilt wirklich für alles. Das gilt für Sexualität, das gilt, ich bin gegen Tabus im Kinderbuch, aber nicht im Sinn davon, dass man sagt, so jetzt, liebe Kinder, jetzt machen wir mal ein kleines Buch über Masochismus, damit ihr auch alle Bescheid wisst. Todlangweilig. Und ich meine das vollkommen ernst. Das ist todlangweilig, wenn man sowas macht. Wenn ich aber eine Geschichte habe, die funktioniert, kann ich alles, was da dazugehört, brauchen und den Kindern zeigen und den Kindern zumuten. Das bedeutet, der Ansatz ist ein komplett anderer. Und wenn ich einmal aus der Praxis was erzählen darf, oder besser gesagt zweimal, ich habe zwei Jungs im Abstand von 8 Jahren, also betreut bis Kindergarten, damals noch war das ab 4. Also ich war sehr viel auf Spielplätzen unterwegs, ich war unterwegs mit Kinderwagen. Erstes Erlebnis, vor einem Supermarkt in Köln-Nippes erscheint eine Obdachlose, völlig verwahrlost, ein mageres Gestell von einer Frau mit wüsten Haaren, einem wilden Blick, und ich fahre mit dem Kinderwagen da lang und die hebt vor dem Supermarkt, rafft den Rock bis unter die Achseln und pisst breitbeinig über den Bürgersteig. Sämtliche Leute gehen 2 Schritte zurück. Mein kleiner Sohn im Kinderwagen lehnt sich nach vorne und guckt sich das ganz genau an. Das ist etwas, womit man bei Kindern rechnen muss. Ich empfehle jetzt keineswegs, dass in jedem Kinderbuch sowas vorkommen muss. Aber die Grundlage ist genau die. Harmloseres Beispiel, mit dem nächsten Sohn war ich im Zoo. Und in Köln im Zoo gab es damals ein Panzernashorn. Das war in einem Innenraum mit einem Gitter davor. Und dahinter war ein Trog. Und dieses Panzernashorn hat mit seinem Riesenkopf in diesem Trog gehangen und irgendwelche Salate gefressen. Das war aber nicht so interessant, sondern dieses Nashorn hatte das, was man eine Rotznase nennt, und zwar eine richtig große. Das heißt, der tropfte aus beiden Nasenlöchern auf sein Essen, also auf den Salat, wo so waagrecht gekaut wurde. Und ich habe meinen Kleinen dann nicht von weggekriegt. Das war für den das Erlebnis. Da war der etwa 3. Letzte Bemerkung. Selbstverständlich muss man gucken, was man mit Kindern in welchem Alter macht. Aber ich gebe nochmal zu bedenken, wer jemals mit einem, sagen wir mal, 4-Monats-Kind auf dem Wickeltisch Erschrecken gespielt hat, der weiß, was die können. Vielleicht ist ja ein größeres Problem als jetziger Leser oder Vorleser von Bilderbüchern, als das politisierte Bilderbuch, das, wie soll ich das nennen, das Hygienisierte oder das so Gesäuberte, also so quasi so eine Bobo-Siebenschläfer-Welt, in der so eigentlich gar nicht mehr irgendetwas etwas Kompliziertes vorkommen kann. Das ist, habe ich meinem Sohn auch schon vorgelesen, das macht ihm auch total Spaß. Das sind ganz kleine, niedrigschwellige Schritte und so weiter, das geht total gut. Aber man denkt dann plötzlich, das ist ja wie so durchgekerchert hier. Das ist alles so, hier gibt's gar nichts mehr, was irgendwie die Welt komplizierter macht. Und das ist doch was Seltsames, oder? Ja, also ich meine, als Bilderbuchautor ist man ja in einer komischen Situation, dass man zwar für ein Publikum schreibt, aber das sind nicht die Leute, die das Buch kaufen. Man muss, ja, das ist blöd. Also man hat ja immer noch diesen Gatekeeper der Eltern dazwischen. Und das ist, also man weiß es halt, nicht? Und man weiß nicht ganz genau, wie man damit, oder man darf halt nicht immer dran denken, aber es ist ein komisches Schreiben eigentlich. Ja, habt jetzt genau auf diese Art und Weise ein Buch zusammengeschrieben und
dieses Zusammenschreiben, das hat gleich einen Titel, bei dem ich sofort eben aus 2,5-jährigen übernommener Perspektive oder ich denke, sie wäre übernommen, denke, hui, gruselig, er hat ja jetzt schon ab und zu Angst, das geht ja gerade los. Einerseits finde ich das dann genau deswegen toll, ist auch, glaube ich, ab 4 das Buch, aber das spielt jetzt gar nicht so eine Rolle, sondern einfach für die Überlegung. Andererseits finde ich es gleich voraussetzungsreicher als eben genau eine gesäuberte Welt, aber das ist ja vielleicht gerade das Richtige daran. Euer Buch heißt Gute Nachtgeschichten für Celeste, ein sehr gruseliges Bilderbuch von Nikolaus Heidelbach und Ole Könecke. Wie seid ihr auf die Idee dazu gekommen? Wir kennen uns lange, wir telefonieren oft, er wohnt in Köln, ich in Hamburg und wir wissen, wie wir zeichnerisch ticken, wir wissen, wen wir gut finden, wen wir nicht so gut finden und da ist so eine gewisse, herrscht eine gewisse Einigkeit. Mhm. Irgendwann kam die Idee, wollen wir nicht was zusammen machen und dann war natürlich das Problem, wie kriegen wir das hin, dass nicht nur wir uns gut amüsieren? Also es gibt manchmal so Zeichnerzusammenarbeiten, wo auf dem gleichen Blatt die eine Figur und die andere Figur ist und das macht großen Spaß, aber zum Angucken ist es vielleicht nicht so der Knaller oder zum Lesen. Naja, und dann kam Celeste. Das ist die Grundlage, was Ole erzählt hat. Und wir waren aber theoretisch in Gesprächen schon weiter, dass wir nämlich gesagt haben, man braucht für eine solche Zusammenarbeit eine absolut zwingende Vorlage. Das heißt, es muss logisch sein, dass es zwei Ebenen gibt im Buch, wo dann jeweils der eine Zeichner für zuständig ist. Und in diesem Fall ist der Einfall, der Grundeinfall von diesem Buch, der ist in diesem Fall von mir, dass ich mir eingefallen ist, ein kleiner Junge muss seine Schwester ins Bett bringen und muss Geschichten erzählen und die Kleine reagiert auf egal was der erzählt mit langweilig, blöd. Das war der Grundeinfall. Das habe ich ihm erzählt und habe gesagt, und jetzt stell dir bitte vor, man macht links oder rechts, Aufteilung ist eigentlich egal, zeichne ich das, was der eigentlich erzählen will. Und das ist rätselhaft genug. Und du, Ole, machst die zwei, die Situation im Bett. Und dann hat er sich einen Tag Bedenkzeit ausbedungen und kam am nächsten Tag schon mit der Umdrehung. Erstens, der muss Gruselgeschichten erzählen, die verlangt Gruselgeschichten von ihm. Und ich will viel mehr Situationen haben. Also ich dachte, das reicht, wenn man eine Situation macht, das Bett, die zwei. Also bei mir wäre dieses Buch, wenn ich es alleine gemacht hätte, wäre dieses Buch schneller gewesen, weil ich immer nur gesagt habe, eins, zwei, langweilig, blöd, doof und dann eine Schlusspointe, die ich aber übrigens noch gar nicht hatte. Und daraus hat sich dann eine Zusammenarbeit ergeben, die zeitversetzt war, weil er noch ein Baggerbuch fertig machen musste. Du sagst das mit so einem... Nein, überhaupt nicht. Das, ein Baggerbuch ist eine hochseriöse Angelegenheit im Kinderbuch. Das ist ein Genre. Das heißt, das musste fertig werden. Also noch deutlicher kann ich es aber nicht sagen. Ich wollte noch was anderes sagen. Die Genese ist dann, wir haben uns dann zusammengerauft und irgendwann war das Ding auch fertig. Das ist vielleicht gar nicht so interessant. Was ich interessanter finde, ist das Diskussionsniveau im Kinderbuch. Und das ist unterirdisch. Und dagegen bilde ich mir ein, kämpfe ich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Ich bin es einfach leid, dass Leute im Kinderbuch auf einem Niveau diskutieren, wo ich nicht mitmachen kann. Wenn ich einem Mitdiskutanten erst erklären muss, dass es etwas wie Angstlust gibt, Trauerlust gibt, und zwar bei Kindern, und zwar schon bei relativ Kleinen, dann denke ich, ich kann doch nicht immer bei Adam und Eva anfangen. Das muss man doch voraussetzen können. Und ich komme nochmal auf den Säugling zurück, der auf dem Wickeltisch liegt, und man sagt zu dem gleich, komme ich. Dann sieht man ein Vibrieren von Freude, weil der natürlich genau weiß, es passiert ihm nichts. Und er will, dass man das spielt. Und wer das verkennt, ist bei mir falsch. Ja, also ich würde vielleicht doch noch ein bisschen was zu der Zusammenarbeit, weil es ist ja eigentlich, also ich kenne so ein Buch noch nicht, muss ich sagen. Also ich bilde mir ein, wir haben da eine Idee gehabt, die irgendwie noch nicht so richtig oft aufgetaucht ist. Und es war so, dass am Anfang standen deine Bilder. Das war also und es kam immer mehr und ich glaube 24 oder 25 Stück, ja, insgesamt und einiges dann, also und ich hatte dann die angenehme Aufgabe, so ein bisschen auszusortieren oder zu suchen, zu welchen kann ich was machen, zu welchen kann ich die Dialogsituation, die Comic-Situation, die auf der rechten Seite steht, machen und
Und da konnte ich natürlich aus dem Vollen schöpfen. Nicht? Also das was ist für mich natürlich wahnsinnig bitter war, was der alles rausgeschmissen hat. Ja, ich habe tagelang gezeichnet und dann sagt er, nee, das können wir nicht. Das habe ich, nein, ich das, habe sehr nett gesagt und mit großem Bedauern in der Stimme. Also jedenfalls sind das dann, glaube ich, sind elf große Bilder von dir. Ja. Die letzten drei oder zwei sind die wirklich, also die sind schon wirklich unheimlich. Also das muss man schon sagen. Hier gibt es ein Achselzucken. Nein, das ist kein Achselzucken, sondern es abwägen. Ist, ich habe das eben auch nur deswegen so ausführlich erzählt, weil ich da den Eindruck habe, in dieser Einschätzung, was Kinderliteratur angeht, sind wir uns absolut einig. Die Differenzen kommen in einzelnen Sachen und auch da haben wir sehr viel diskutiert und hin und her geschoben, weil es ist letztlich subjektiv, was man als erschreckend empfindet. Und da ich könnte Dutzende von Beispielen nennen aus Kinderbüchern. Ich sage ein berühmtes: Barbar, auf Seite 7 wird die Mutter erschossen. Heute, wenn man das jemand erzählen würde, würde er sagen, dieses Buch machen wir nicht. Das hat in einem Kinderbuch nicht vorzukommen. Das Buch ist ein Klassiker und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, als ich klein war, ich habe mich dieser Seite mit großer Vorsicht und großer Neugier genähert und dann genossen, wie traurig ich da war. Ich habe auch darauf geachtet, dass ich da alleine bin. Und dann nach meinem Empfinden wieder zugemacht. Ich bin aber da immerhin wieder zurück. Jetzt kann man sagen, ja, der Heidelbach, was weiß ich, der hat da wahrscheinlich eine kleine Macke. Ist mir egal. Ich behaupte, dass das fast jedem Kind so geht. Nicht immer mit dem gleichen Buch. Und deswegen die Skepsis und meine Lust am Widerspruch, ob die drei letzten da wirklich die schrecklichsten sind, das können wir überhaupt nicht wissen. Es gibt Kinder, da reicht die Hängebrücke, mit der es anfängt, auf der Mitte steht eine Art Gespenst mit einer Kralle. Ich würde keine 10 Euro wetten, ob wir nicht auf ein Kind treffen, was sagt, bitte mach zu, will ich nicht. Ich denke aber, die Mehrheit der Kinder wird sagen, oh, spannend. Und was fällt ihm als nächstes ein? Oder was? Und zwar jetzt in der Rolle. Was fällt Boris als nächstes ein, um also die Schwester zu kriegen? Ich meinte auch, eigentlich auch eher oberflächlich unheimlich. Also die letzten beiden Bilder auf dem vorletzten siehst du ein Seeungeheuer, das von unten ein schwimmendes Mädchen dem nähert. Und auf dem letzten Bild haben wir eine Situation, wo ein Kind im Gefängnis ist und eine menschenfressende, habe ich so interpretiert, Echse darauf zukommt. Und das ist relativ eindeutig. Also da es gibt auf jeden Fall eine Art ästhetische Eskalation, aber es stimmt natürlich trotzdem, es liegt in den Augen der Betrachtenden. Ja. Und die können wir eben bei Kindern, das ist ja auch das Wunderbare daran, so noch viel schöner schlecht einschätzen, als wir Menschen Gott sei Dank schlecht einschätzen können. Und sie immer wieder ganz wundersam Dinge interpretieren werden. Und deswegen finde ich es ja eigentlich auch so wichtig, genau wie bei so einer Geschichte, ganz viele Möglichkeiten aufzuladen. Und hier finde ich, geschieht das tatsächlich auf eine ganz tolle Art und Weise durch diese zwei Ebenen, dass es gleichzeitig ja immer zu sehr lustig ist, weil eben vor allem dann eben auf der Ole-Königke-Ebene, also auf der Ins-Bett-Bringen-Geschichte, alles fundamental scheitert. Das Kind sich eben nicht so gut da einlullen lässt von den oder erschrecken lässt von den unheimlichen Geschichten und dadurch eben hinüberbringen lässt. Und das ist einfach eine unglaublich tolle Brechung die ganze Zeit, dass das immer wieder in so ein seltsames Spiel kommt. Und gleichzeitig ein Spiel, glaube ich, das Kinder sehr gut verstehen können. Also ich bin ganz sicher, dass das so ist, weil was in dem Fall dann Ole gelungen ist, ist die eigentliche Überraschung in diesem Buch ist wegen mir vorausgesetzt, also kleiner Junge erzählt Schreckensgeschichten und kommt nie richtig dazu. Das ist die Sprungschanze. Und jetzt erfindet der diese kleine Celeste, die angelegt war als kleines Mädchen. Und das ist schlicht ein Unwägbarkeitsfaktor. Die macht nie das, was ganz erwartet genau wird. Und das geht bis zur Irrsinnsgrenze. Also ich kenne kein Kind, was, wenn man ihm etwas vorliest, sagt, hey, guck mal, was ich erfunden habe. Wenn man sich Taschentücher in die Ohren steckt, dann hört man überhaupt nichts. Und von der Geschichte habe ich auch nichts gehört. Also mich hatte das Buch spätestens da, beziehungsweise die kleine Celeste hatte mich. Und das ist ganz wichtig, denke ich, für das Buch, dass das eine Figur ist, die man versteht und die einen Hintergrund hat, der nie ausgesprochen wird, aber man kann sich fragen, was ist eigentlich mit der? Wie sehr schreibt man und malt man und denkt man die Bücher eigentlich dann irgendwie doch auch für die Erwachsenen? Denn es ist ja gleichzeitig ganz klar,
Das ist ja nicht immer wieder nur das Kind alleine, das vom Buch verschlungen wird und Nachmittag alleine da liegt. Das gibt's auch als wunderbare Szene. Ja. Aber immer wieder ist es ja auch so, dass Erwachsene die Bücher vorlesen oder erklären oder so. Bei dir, Ole Königke, fällt mir das zum Beispiel ganz stark auf, dass die Texte ja immer auch, ich weiß nicht, ob ironisch, das ist so ein doofes Wort dafür, aber das sind auf jeden Fall sehr lustige Texte mit ganz viel Subtext, den Kinder gar nicht richtig mitkriegen oder vielleicht kriegen sie ihn mit. Das, damit will ich jetzt nicht unterstellen, dass Kinder für alles zu doof sind, aber es ist auf jeden Fall irgendwie auch für Erwachsene geschrieben, oder? Naja, ich will ja auch Spaß haben. Also das ist, ist für dich geschrieben. Naja, nein, also ich denke da, aber ich meine, es ist tatsächlich eine Gefahr. Also das ist, das hat mir mal mein alter französischer Verleger mal gesagt, pass auf, du bist manchmal zu schlau. Und bedenke, dass wir, also jetzt für Bilderbuch gesprochen, dass wir ein sehr primitives Publikum haben. Und das hat mir auch irgendwie eingeleuchtet. Also ein paar Sachen, also man, natürlich gibt es manchmal die Gefahr zu zeigen, dass man eben durchaus auch schon mal ein Buch ohne Bilder gelesen hat und das, das dann auch noch da irgendwie reinschmuggelt oder sowas, nicht? Also irgendwelche Bezüge, die dann vielleicht, da muss man ein bisschen aufpassen und ich denke, aber andererseits soll man es auch nicht mit Absicht irgendwie das Niveau senken. Also das ist, es müssen halt einfache Sätze sein. Es müssen Sätze sein, also mit nicht allzu viel Nebensätzen, also wo ein Kind einfach das Verstand verstehen kann, was erzählt wird. Also ich denke, wir werden uns damit auseinandersetzen, bis es uns nicht mehr gibt. Ich finde, jeder Satz, den Rode gesagt hat, wirft eine neue Frage auf, wo man sagen kann, nein, im Gegenteil. Und ich würde es wirklich gerne so zuspitzen, dass man natürlich sagen kann, diese berühmte Frage an Kinderbuchautoren, haben Sie eigentlich noch ein Kind in sich, was ein Klischee ist und gleichzeitig, wenn man gutwillig ist, kann man sagen, ja, kann schon sein. Ich würde aber gerne antworten, nein, vor allem habe ich einen Erwachsenen in mir und den muss ich auf der einen Seite im Zaum halten, aber auf der anderen Seite kann ich aus dem auch nicht raus. Das heißt, dauernd so zu tun, als wäre ich das nicht, der da was erfindet und also permanent sich selber von oben zuzugucken, das macht erstens keinen Spaß und zweitens ist es vom Ergebnis dann meistens schon irgendwie beschnitten. Man kann bei einem zweiten Durchgang sehen, dass man an einer bestimmten Stelle zu eitel ist, aber es gibt ein todsicheres Mittel dagegen und das heißt, funktioniert die Geschichte so, wie ich sie erzähle bei einem Sechsjährigen? Und das kann man übrigens testen. Und wenn das so ist, dann kann ich drumherum oder drunter noch x Sachen machen und darauf hoffen, vielleicht wenn das Kind 12 ist, geht dem auf einmal ein Licht auf, was da noch ist. Aber das darf diese eine Ebene auf gar keinen Fall stören. Ja. Und um bei unserem Beispiel zu bleiben, der Glückseinfall in diesem Ding ist eben, jedes Kind versteht die Situation. Nicht jedes Kind hat schon mal erlebt, dass es heißt Gruselgeschichten, aber davon hat man gehört. Und nicht jedes Kind ist so begabt wie Boris, in dieser Art zu erzählen. Und so weiter. Nicht jedes Kind ist wie Celeste, das komplett alles unterminiert. Das heißt, auf diesem Sockel entsteht Komik, wegen mir manchmal auch Schrecken und eine sehr seltsame Auflösung, die mir übrigens extrem gut gefällt und die wir selbstverständlich nicht verraten. Ich würde auch sofort unterschreiben diesen schönen Satz, dass man die Bücher mit 12 oder, keine Ahnung, 20, 32, 42 ganz anders nochmal lesen wird und neue Dinge entdecken wird und hinzufügen wird, aber trotzdem darunter eine Ebene gewesen ist, die sofort intuitiv verständlich war. Und das ist, glaube ich, das, was die großen, guten Bücher dieses gesamten riesigen Kosmos immer ausmacht, so verschieden die sind. Darf ich einen Zeugen dafür benennen, der Hans-Christian Andersen hat sein Leben lang unter diesem Klischee zum Teil eben auch gelitten. Der Mann war ambitioniert und hat immer wieder gesagt, ja, meine Geschichten sind für Kinder und Erwachsene. Und er hat mehrfach geäußert, dass er gesagt hat, es wäre für ihn eine der schönsten Vorstellungen, dass er die Kinder kriegt mit seinen Geschichten und sie dann später als Erwachsene nochmal kriegt. Mit dem, was er da als Subtext erzählt. Das hat natürlich dann einen biografischen, noch sehr speziellen Hintergrund, den brauchen wir heute nicht. Aber ich finde, wenn einer von diesem Kaliber sowas sagt, und das ist jetzt bald 200 Jahre her, dann könnten wir das langsam auch mal ernst nehmen, dass genau das
das Level ist, auf dem man diskutiert. Gut, wir haben natürlich das Problem, dass es halt einfach Kinderbuch heißt, nicht? Und dass es in der Kinderbuchabteilung verkauft wird. Das ist also sozusagen ich denke immer gerne an diese Sachen, sowas, naja, wie Stan und Ollie oder sowas. Also das sind Filme, die waren für Kinder, die waren für Erwachsene, also die kannst du... Gab's gar nicht mehr die Unterscheidung. Da gibt es diese Unterscheidung nicht, nicht. Wo würde man das im Buchladen hinstellen? Nicht? Wo würden Stan und Ollie stehen? Das ist übrigens, da habe ich das einflechten, weil da sind wir wieder am Anfang. Sie sind jetzt in der Situation, besorgen Sie sich mal einen Stan und Ollie Film, wo Laurel weint. Und gucken Sie das mit Ihrem Kind an. Ich wette 100 Euro, dass das Kind mitweint. Und das überhaupt nicht komisch findet, das ist eine Schwelle, wann die das dann verstehen, dass der komisch weint, aber erstmal sind die vollkommen entsetzt. Ich kenne die Situation, wir haben mit meinen Söhnen, als die 8 und 4 waren, The Kid geguckt von Chaplin. Und ja. da ist ja diese wirklich herzerreißende Situation, wo der Kleine ins Waisenhaus verschleppt wird. Das ist ja ein komischer Film. Die haben so geweint. Die haben so schrecklich geweint. Also wirklich geheult. Und dann haben wir das ausgestellt. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Komm, wir gucken jetzt schnell einen Mickey-Maus-Film. Wir hatten Trickfilme da. Und dann habe ich einen Mickey-Maus-Film eingelegt. Und dann, das fing damit an, dass Goofy einen Hammer auf den Kopf bekam, was sehr komisch ist. Und die haben noch mehr geweint. Also da waren sie wirklich so in dem Modus drin. Also jetzt möchte ich aber wirklich weinen über alles, was es... Ja, so ganz gerne. Nein, wir sind wieder bei dem Thema. Wir lachen uns tot über Oliver Hardy, der den Mund voller Nägel über eine Planke läuft, die Planke ist weg und der frisst die ganzen Nägel. Ein Kind kann darüber sich nicht zu Tode erschrecken, aber doch sehr erschrecken, weil es das wörtlich nimmt. Gut, das müsste man wahrscheinlich, das kann man bestimmt irgendwie alterspsychologisch raus, ab wann der Punkt ist, wo du merkst, das ist lustig. Und wann bist du, aber... Ja. Aber lass mich damit doch anschließen an den Anfang. Ich hatte ja gesagt, 30, 40 Jahre Bilderbücher machen. Und es ging jetzt auch mehrmals ein bisschen eigentlich um die, in Anführungszeichen, Industrie des Bilderbuchs. Ja. Also wie das hergestellt wird, wie sich da auch unbedingt bestimmte Vorstellungen, gesellschaftliche Ideen, aber auch Marketing-Ideen und so weiter vermischen und das schon verändern. Ist das ein Markt geworden, der ängstlicher überhaupt damit umgeht, was Kindern zuzumuten wäre. Ich kenne das ja auch von ganz anderen Beispielen. Ich habe neulich erst irgendwelche Statistiken gesehen, wie viele Kinder ums Haus herum laufen dürfen, dass die Menschen denken, sie sind derartig von Verbrechen bedroht und so weiter, dass Kinder immer geschützter scheinbar werden, aber damit natürlich ganz andere Effekte gezeitigt werden. Ist das euer Eindruck überhaupt vom Bilderbuch, dass sich da stark was verändert hat um euch herum in dieser Zeit? Oder kann man das gar nicht so einfach einkreisen? Naja, natürlich hat sich was verändert in den letzten 10 Jahren oder sowas. Und das ist eine Form von Ängstlichkeit in allen möglichen Bereichen. Also nicht nur, dass dem Kind was auf der Straße passieren kann, sondern dass man ein falsches Wort schreibt oder ein falsches Bild zeichnet. Das ist so. Also ich kann jetzt sagen, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen nach Schleimerei, aber ich bin davon nicht so, also ich darf schon oder kann schon machen, was ich will. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie das ist, also wie es, also ich höre schon auch gruselige Geschichten von, ja, tatsächlich gruselige Geschichten, was, wie jetzt drauf geachtet wird, was drauf ist auf dem Bild, also eine ganz starke Verunsicherung. Ja, oder ich finde ja, also ich finde das ja sowohl gut als auch schlecht, ich finde so, Struwwelpeter ist ein sehr interessantes Buch, aber ich hätte keine große Lust, meinem kleinen Kind Struwwelpeter vorzulesen, weil da derartige ideologische Vorstellungen, wie Kinder zu behandeln sind und abzurichten sind und so weiter drinstecken. Das Gefühl, das ist sehr voraussetzungsreich, in die Bilder was anderes hinein zu interpretieren und so. Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ein sehr schönes Buch von dir, Desperado, diese Entführungsgeschichte. Das habe ich beispielsweise meinem Kind vorgelesen und dabei dann richtig gemerkt, wir sind gerade zu früh dran. Das ist irgendwie, da wird jemand entführt, eine Frau von Banditen. Und ich habe dann richtig gemerkt, das ist gar kein gutes Thema. Das ist Hotzenplotz, kann ich auch nicht vorlesen, weil da auch geht halt nicht. Und dann zensiert man auch mal im Lesen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Das ist ja alles schönste Interpretation und so weiter und schwenkt um und so weiter. Das finde ich ja eigentlich alles gar nicht schlimm. Das ist ja alles ein sehr flexibler Rahmen. Ne? Mm, mm.
Nein, das Furchtbare daran ist, dass es eine öffentliche Tendenz gibt, das alles so entsetzlich ernst zu nehmen. Und mir fällt da leider immer nur das Gleiche ein, nämlich dass eine an sich gute Vorstellung oder eine an sich gute Einsicht immer so weit getrieben werden kann, dass sie zwangsläufig im Irrsinn landet. Und das meine ich komplett ernst. Das heißt, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass jemand ein Kinderbuch daraufhin anguckt, ob da irgendwelche ideologischen Sachen drin sind. Das ist, das muss nach meinem Begriff sogar so sein. Aber diesen Gedanken so weit zu treiben, dass man alles unter Verdacht stellt und das unter fadenscheinigsten Motiven. Dann sind wir wieder bei dem eben, wer heute alles behauptet, er wisse, was Kindern schadet, das ist grotesk. Gut, andererseits natürlich, wenn du ein Buch vorliest und merkst, das ist nichts oder das macht dem Kind wirklich also unerfreuliche Angst, dann musst du das nicht durchquälen, nicht? Also dann ja, aber ich bin sogar da, wie soll ich das nennen? Das ist natürlich eine Ausnahme, wenn man selber Autor ist und Bücher von die eigenen Bücher vom Verlag hat und wird auch beschickt mit Büchern von anderen. Ich habe nie etwas anderes gemacht, wie Bücher ausgelegt bei meinen Kindern. Und so ähnlich habe ich das auch in Erinnerung, als ich klein war. Da waren bestimmte Bücher da und man durfte mitbestimmen, was da vorgelesen wird oder nicht. Und es gab die Bücher, die sind nie vorgelesen worden. Und dann gibt es noch einen Punkt. Heute, meine Kinder sind beide lang aus dem Alter raus. Heute erfahre ich von den beiden manchmal, was die wirklich gelesen haben. Ja, ja, das kenne ich auch. Wovon ich überhaupt nichts mitgekriegt habe, weil es einen Bücherschrank gab. Und ich finde das einen guten Zustand. Und keinen, der mir in irgendeiner Form Angst macht oder so, dass ich denke, um Gottes Willen, was haben die da in die Hände gekriegt? Ja, aber ich meine, so wie du auch, wenn du einen Roman liest und merkst, der ist langweilig, ja, dann legst du ihn beiseite. Und Kinder sind da noch viel rigoroser. Viel autonomer, als man sich nur vorstellen kann. Und gleichzeitig ist es ja auch die Schmerzpunkte oder so etwas, das kenne ich ja auch wiederum, dass Angstlust war ein tolles Wort dafür, dass oft genau zu Szenen gegangen wird, in denen plötzlich was vorkommt, was eigentlich irgendwie unangenehm ist oder brutal oder was eben wie so eine Urszene für das Kind dann doch sehr, sehr bedeutungsvoll ist. Und deswegen ist es eben, macht mir schon am meisten Angst, da nicht dieses, ich habe das vorhin so despektierlich Bobo Siebenschläferige genannt, dieses, in dem man alles gar nicht mehr vorfinden kann, weil alles so nett kleinbürgerlich bereinigt irgendwie. Also ich glaube, man braucht beides. Also es gibt die Momente, wo man wirklich sich zurücklehnen möchte und wirklich, es soll nur schön sein, so ein Schaumbad oder sowas. Und wenn man das nur hat, dann kriegt man eine schrumpelige Haut. Also das ist ich würde da gerne noch was anfügen, was ich wiederum sehr ernst nehme. Und das hat was mit ästhetischer Erziehung zu tun. Mich stört, wir sind auf einer gewissen Weise schon wieder mit gebremstem Schaum beim Kinderbuch. Wie wäre es denn, wenn man das mal umgekehrt sagt, Gewalt im Kinderbuch darzustellen? Nehmen wir mal an, das wäre nötig. Kann man machen, dann wäre es ein Thema. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, was wir an Gewaltdarstellungen kennen. Und jeder, der einigermaßen Erfahrung damit hat, muss sagen, das gibt es auf absolut widerwärtige Art in Erwachsenenbüchern, im Netz und sonst wo. Und das gibt es auf eine hochartifizielle Art, wo man zunächst mal Schwierigkeiten hat, zu sagen, wie gehe ich damit um? Und das hätte ich gerne als Diskussion im Kinderbuch auch. Es ist mir zu schlicht zu sagen, Gewalt im Kinderbuch, um Gottes Willen. Nein, wie kommt das vor im Kinderbuch? Ja, wir haben ja beim Kinderbuch oder Bilderbuch das Problem, dass da immer so ein sozialpädagogischer Aspekt noch drin ist, nicht? Also der hat mit Ästhetik nichts zu tun, das ist das Problem. Nee, also ich meine, du kannst gar nicht verhindern, dass Kinder was lernen, wenn sie ein Buch lesen. Das ist ja ein angenehmer Effekt, aber das ist ja nicht der Hauptgrund, warum man Bücher macht, es sei denn, man macht jetzt wirklich ein Sachbuch oder sowas. Aber das macht die Sache so ein bisschen ja, mehrdeutig irgendwie. Ich versuche es mal in ein Bild zu kriegen. Ich habe den Ruf, hässliche Kinder zu malen, seit Jahrzehnten, sei es drum, will ich auch gar nicht nochmal hochbringen. Aber es gibt
einen Effekt, den ich mir quasi als Nadel anhefte, weil ich den so klasse finde. Ich habe x-mal erlebt, dass tatsächlich bei Lesungen Kinder, wenn das Bild erscheint, dass Kinder sagen, boah, ist der hässlich. Und dann gab es aber immer auch mindestens zwei, die gesagt haben, cool. Und da habe ich gedacht, genau da will ich hin, dass die das erkennen. Das ist das coole Publikum. Naja, das coole Publikum heißt in dem Fall ja nur, dass die lernen zu differenzieren, also dass etwas doppelsinnig sein kann. Natürlich kann einer hässlich sein, nehmen wir an, diese Kategorie wäre praktikabel. Und gleichzeitig sagt dann ein anderer, hey, scharf, wie der aussieht oder cool, wie der aussieht. Und das, finde ich, wäre doch mal ein Versuch, das Kinderbuch auf eine angenehme Höhe zu bringen, dass man das Kindern zutraut. Und das geschieht genau durch das Wie, dass da überhaupt was ist, das so viel Interpretationstiefe überhaupt bieten kann und Möglichkeiten bieten kann. Ja, und also wir sind gerade ganz viel in den Bibliotheken, haben hier im Verlag gute Zugänge und so weiter. Und für mich gibt's das alles und gibt's das auch wieder nicht. Ich finde, es gibt so verschiedene Formen und Ideen davon, was überhaupt Kinderbuch sein könnte zwischen Kommerz und vielleicht irgendwie sowas wie einer sehr starken Überpädagogisierung oder so etwas, bis zu ganz, ganz anderen Formen von Kunst und von freiem Denken. Und das alles steht für mich irgendwie auf faszinierende Art und Weise nebeneinander. Und als Erwachsener lernt man dabei eigentlich auch dann nochmal ganz viel. Und das ist ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt des Ganzen. Ich sag Dankeschön und freue mich sehr über die gute Nachtgeschichten für Celeste, die jetzt gerade herausgekommen sind. Und wünsche damit alles Gute und bin sehr gespannt, ob es weitere gemeinsame Bücher und was es alleine und in anderen Konstellationen und überhaupt in die Zukunft hinein gemalt und geschrieben und gedacht werden wird. Dankeschön. Danke. Ja, danke für dieses super interessante Gespräch, was du da geführt hast mit den beiden Florian. Vor allem diese Frage, wie viel Grusel, wie viel Schweres, wie viel Dunkles, Düsteres, wie viel Politik und überhaupt kann man Kindern eigentlich zumuten, finde ich ein irre interessantes Thema. Und genau, war auch erstaunt, dass die da so klar und deutlich sagen, ja, man kann ihnen eigentlich eine ganze Menge zumuten und viel mehr, als wir eigentlich vielleicht denken, und vielleicht muss es gar nicht immer nur kuschelig Bullabü sein, vielleicht darf es auch mal ein bisschen, ja, einfach ein bisschen mehr, nicht unbedingt eine Überforderung sein, aber auf jeden Fall eine Forderung auch, oder Förderung meinetwegen, die da stattfindet. Und also bei mir hat das so richtig so eine Kindheitsanekdote irgendwie getriggert, oder so eine Kindheitserinnerung bei mir, weil ich, also bei dieser Frage, wie gruselig darf es denn werden, habe ich einfach, also ich fand es auch so krass und interessant, dass sie sagen, es darf schon ziemlich gruselig werden, weil ich einfach ein total zart beseitetes Kind war, was sowas anging. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich immer noch ein bisschen so ein Schisser. Also ich hasse Horrorfilme, ich gucke mir sowas einfach gar nicht an. Ich finde es auch schon irgendwie, ich gehe auch nicht gerne so alleine in dunkle Keller und so. Also irgendwie ist das ein Thema nach wie vor bei mir. Und also als Kind habe ich wirklich einfach gar nichts ausgehalten. Und ich weiß aber nicht, ob das daran lag, dass vielleicht wurde ich ja nicht früh genug mit solchen Dingen konfrontiert. Also vielleicht habe ich ja ein bisschen zu viel Bullabü einfach abgekriegt. Aber also Florian, ich war mal bei einer Freundin, ne? Und da haben wir eine Kassette gehört, nämlich Jim Knopf und Lukas der Lokomotivhörer, ein totaler Kinderbuchklassiker. Und das hat mich total traumatisiert. Ich habe Wochen oder vielleicht Monate lang, ich müsste meine Eltern fragen, hat danach unter meinem Bett ein Drache gelebt. Und aber nicht der Fiese aus Jim Knopf. Ich musste dich gerade nochmal fragen, wie der heißt. Und da hast du gesagt, der fiese Drache heißt Frau Mahlzahn, ne? Ja. Aber nicht dieser fiese Drache hat unter meinem Bett gewohnt, sondern irritierenderweise der liebe Nepomuk. Aber irgendwie hatte ich mega Angst vor dem. Ich habe da irgendwas falsch verstanden. Und ich konnte wochenlang nicht schlafen, weil dieser Drache unter meinem Bett lebte. Und meine Eltern wussten auch gar nicht, was sie machen sollen, außer mal sagen, ja, aber den gibt es doch nicht in echt und so. Und dann irgendwann haben sie den Tipp gekriegt, dass sie diesen Drachen musste mein Vater jeden Abend mit einer Tüte einfangen und dann musste der das Klo runtergespült werden. Und nur wenn ich im Bett lag und die Klospülung rauschen gehört habe, nur dann konnte ich in Ruhe einschlafen und wusste, der ist jetzt zumindest für die Nacht weg. Aber guck mal, ist das nicht schön? Das ist doch ein größter Beweis der Fiktion überhaupt.
Mir fällt dazu gleich was ein von Nikolaus Heidelbach. Haben wir ein Buch vor einiger Zeit gelesen mit meinem kleinen Sohn. Das heißt Luise. Nikolaus Heidelbach hat ja ein ganz großes Krakending am Laufen. Der mag Kraken sehr gerne und zeichnet die. Und es ist eine ganz tolle Geschichte, in der eine Krakenmutter ihrem Kind hinterher über Land läuft in eine Stadt hinein und ihr Kind besuchen will, das bei einem Jungen eingezogen ist und einfach an Land plötzlich lebt. Und da gibt es eine herrliche Zeichnung, auf der diese Krake im ICE, die Krakenmutter im ICE Rheingold sitzt, im Bordbistro, das ist so von außen gezeichnet, und da, glaube ich, ein Bier trinkt oder so, keine Ahnung, oder neben ihr trinken Leute Bier. Ist auf jeden Fall super. Und als wir neulich am Bahnhof waren, war tatsächlich unser Sohn so, dass er total sagte, ja, wo ist die Krake, wo ist die Krake? Und unbedingt ins Bordbistro wollte. Oh nein. Und hallo, also wenn das alles möglich ist, dann ist doch alles richtig. Das ist so schön, schöner kann Literatur gar nicht sein. Und dann ist er ins Bordbistro und hat er einfach nur so einen kleinen Plastikzug geschenkt gekriegt wahrscheinlich. Ja, aber du, die sind auch nicht schlecht. Das sind 9 verschiedene oder so. Wir haben sie alle. Und die sind, natürlich, das ist schon, also man schimpft ja grundsätzlich auf die Deutsche Bahn, aber in puncto, dieses Kleinkindabteil reservieren und diese Tickets für Kinder und so, das finde ich alles total gut gemacht und immer unglaublich schön. Das ist wirklich so Gamification eines schlimmen Zustandes und das ist genau richtig. Du, zum Abschluss habe ich aber noch eine Frage an dich. Und das ist, Emily, niemand kennt so sehr wie du die Trends des Buchmarkts. I wish. Aber auf jeden Fall probieren wir das ja alle. Wir alle arbeiten uns daran ab im Lektorat. Wir wollen diese Trends kennen. Ich habe ja immer die These, jede Kinder- und Jugendbuchlektorin in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wird jetzt empört aufspringen und sagen, stimmt überhaupt nicht. Wir fahren dann hier ganz andere Sachen. Wir sind nicht einfach nur euer verlängerter Arm oder sowas. Aber ich habe immer so das Gefühl, sowas wie so dieses Sicklit oder so, dass ganz, ganz viele Sachen aus der Welt der Erwachsenenliteratur irgendwann auch im Kinder- und Jugendbuch auftauchen. Und wenn du dir jetzt angeguckt hast, was um die Messe herum geredet wurde und so weiter, was überhaupt große Bücher sind, könntest du dir ein Kinder- und Jugendbuch der nächsten Jahre vorstellen? Hättest du eine Vision, was eine Figur sein könnte oder eine Geschichte, wo du so denkst, hey, vielleicht ist das für die kleinen Typen, die 2025, 26, 27 geboren werden, vielleicht werden das ihre wichtigen Kinderbücher. Aber da fragst du mich jetzt einfach nach so konkreten Trends und Strömungen, oder? Dass ich denke, es könnte in so eine Richtung sein, es könnte irgendwie sich um solche Themen drehen. Genau. Ich weiß gar nicht, was in der deutschsprachigen Literatur jetzt gerade so an Themen rumdreht, aber wenn du daraus irgendwas ableitest, vielleicht kann man daraus sofort einen großen Kinderbuchtrend ablesen, bei dem alle Kinderbuchlektorinnen jetzt sofort wiederum antworten werden auf diese Sendung. Um Gottes Willen, genau nicht, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Die sollen sich jetzt alle die Ohren zu halten, weil ich habe wirklich, ich kenne mich im Kinder- und Jugendbuch gar nicht aus und das ist jetzt wirklich sowas von, also das ist jetzt wirklich komplett ins Wilde gesponnen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eine langweilige Antwort, aber ich finde, es liegt so offensichtlich auf der Hand, dass das, was jetzt auch immer mehr in der Literatur, mit der wir uns beschäftigen, Einzug gehalten hat, also das so, dieses mittlerweile ja eher negativ konnotierte Wort, aber identitätspolitische Diskurse einfach immer mehr, glaube ich, auch im Idealfall in Kinder- und Jugendliteratur Einzug halten wird. Und zwar aber auf so eine ganz entspannte, muss gar nicht groß thematisierte Art und Weise. Also vielleicht hat man früher noch, vielleicht war es noch was Besonderes, ein Jugendbuch zu schreiben über eine queere Person. Vielleicht wurde das nochmal hochgehalten, wenn dann die beste Freundin irgendwie sich geoutet hat. Oder also es war vielleicht dann noch mehr so ein Issue-Driven-Ding. Und da würde ich denken, dass es sich einfach weiter drehen wird in so eine Richtung, dass das immer mehr als ganz große Selbstverständlichkeit, also dass man immer mehr verstanden hat, was es bedeutet, eine ganze Gesellschaft abzubilden und wie wichtig es ist, da auch divers abzubilden. Und dass es immer mehr mit einer Selbstverständlichkeit gemacht wird, dass es uns fast nicht mehr auffällt, aber auf so eine maximal positive Art. Das ist jetzt noch nicht der große Trend, aber trotzdem glaube ich schon, dass das wahrscheinlich, oder? Nee, finde ich total. Immer mehr so eine progressive Verschiebung sein. Genau, finde ich eine total gute Antwort. Und ist ja auch eine Antwort darauf. Hier Heidelbach und Königke im Gespräch haben ja genau eine andere Lanze gebrochen, weil sie so sagten, das Kinder- und Jugendbuch soll sich genau davon fernhalten und abwenden und seine eigenen Ästhetiken entwickeln und so weiter. Und das steht eigentlich schön zusammen, weil ich glaube, das ist genau das Spannungsfeld, in dem sich höchstwahrscheinlich aus meiner Perspektive, der ich nur durch Kind mitbekomme, viel bewegt. Und ich habe ja schon im Gespräch mit den beiden immer so ein bisschen abgehatet über Bobo Siebenschläfer, diese sehr cleane Figur, die in einer sehr cleanen Welt lebt und von sehr vielen Kindern gelesen wird, alles so saubere Geschichten. Und da ist ja tatsächlich so, dass sich genau dieses Entspannte gerade nicht abzeichnet, sondern das ist
Alle leben da in ihren saturierten Einfamilienhäusern. Die Eltern haben unendlich viel Zeit, bizarrerweise, können immer schön zusammen basteln und so. Und alles ist tatsächlich extrem clean, weiß, anständig, auf so eine bizarre, fetischisierte Art und Weise. Ich wünsche dieser Welt, dass Risse reinkommen. und die kommen ja schon ein bisschen rein, wenn man Gute-Nacht-Geschichten für Celeste liest. Ja, okay. Ich glaube, damit haben wir es für heute. Unser kleines Kinderbuch-Spezial. Ganz genau. In der nächsten Folge widmen wir uns dann höchstwahrscheinlich wieder der Welt der Erwachsenenliteratur. 60 plus, 65 plus, denke ich. Oder wie mal immer. Genau. Wir sind ja bei Hansa. Was da so reinkommt. Schöne Zeit, so. Alles Gute. Dankeschön, Emily. Tschüss.